Merhaba arkadaşlar, hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu meinem neuen Lernvideo. Heute werden wir die Lieferbedingungen durchgehen. Also, die Lieferbedingungen setzen sich aus der Erfüllungszeit, aus dem Erfüllungsort und aus dem Risiko- und Kostenübergang zusammen. Und die Erfüllungszeit der Lieferung ist, die Erfüllungszeit gibt an, wann der Lieferant dem Verkäufer die Ware übergeben muss. Also wann der Verkäufer die Ware am Erfüllungsort übergeben muss. Zum Beispiel, wenn es eine sofortige Lieferung sein soll, ist es ein Promptgeschäft, also sofort. Und ein fix und mögliche vertragliche Vereinbarungen, also spätere Lieferungen, Termingeschäfte, gibt es zwei Arten von Geschäften. Das ist erstens einmal das Fixgeschäft, wo ein genauer Termin, zum Beispiel 24. Mai fix oder bestimmter Zweck ist. Ein bestimmter Zweck, zum Beispiel Hochzeit, Geburtstag, Eröffnungsfeier, Taufe könnte sein. Also ein Fixgeschäft, also dass es da bestimmt kommen muss. Zum Beispiel, wenn jemand sagt, Frau Berger kauft, bestellt für den Geburtstag ihres Sohnes am 24. Mai 2019 eine Schachtel Ballons und die müssen dann an dem Tag geliefert werden. Ein gewöhnliches Termingeschäft gibt es auch noch. Das ist ein ungefährer Zeitraum, zum Beispiel. Es gibt da Beispiele, Lieferungen, welche, also ein gewöhnliches Termingeschäft ist, wo ein ungefährer Zeitraum angegeben ist, zum Beispiel so innerhalb 2 Wochen oder so. Und ja, also innerhalb 2 Wochen oder Lieferungen bis Ende Oktober könnte gehen. Und beim Fixgeschäft ist aus dem Zweck des Geschäfts, aus dem Vertrag. Und beim Fixgeschäft ist, wenn da steht, ich habe an einer späteren Lieferung kein Interesse, ist es dann ein Fixgeschäft. So, tut mir leid, dass ich immer so cutten muss, aber naja, das ist so, weil ich es am Handy aufnehme und die Qualität auch, glaube ich, super ist. Das Video wird, glaube ich, hoffentlich nicht so lang sein. Und jetzt kommen wir zur Bedeutung des Erfüllungsorts. Es steht, der Erfüllungsort hat folgende zweifache Bedeutung. Erstens, am Erfüllungsort geht das Eigentum an der Ware vom Verkäufer auf den Käufer über. Das bedeutet, das Eigentum, also die Ware, wird vom Verkäufer, zum Beispiel von Thomas Radler, an mich, Polatevan, gesendet, also übergeben. Damit verbunden ist auch der Risikoübergang. Also Risikoübergang, zum Beispiel, jetzt, dass etwas kaputt gehen könnte, dass es auf dem Weg zerstört werden könnte, zum Beispiel wenn ich Porzellanteller bestelle, dass es kaputt gehen könnte während des Transportweges. Und das bedeutet, dass jeweilige Eigentümer die Risiken, Gefahren während des Transports und der Lagerung der Ware trägt, zum Beispiel Gefahr der Beschädigung, was ich gerade eben ge gesagt erzählt habe, des Verderbs oder des Diebstahls. Zum Beispiel, wenn es während der Lieferung geklaut wird, ist der Verkäufer schuld. Zum Beispiel bis zu einem Erfüllungsort, wo der Risiko- und Kostenübergang stattfindet. Ab dem Erfüllungsort trägt der Käufer alle Kosten. Das heißt, wenn ich zum Beispiel sage, liefere mir bis Linz und dann habe ich die Verantwortung, wenn es geklaut wird, weil er hat seinen Zweck quasi sozusagen erfüllt. Er hat es an mich geliefert, an den Erfüllungsort, wo wir es ausgemacht haben, wo wir es vertraglich vereinbart haben. Und er hat das geliefert und ich habe das dann entweder nicht angenommen oder ist es erst stehen lassen. Also, das sind zum Beispiel Transport, Lager und Versicherungskosten. Ich muss die Versicherungskosten, die Transport- und die Lagerkosten alles bezahlen. Und so, das war's dann mit der Bedeutung des Erfüllungsorts. Jetzt kommen wir zur Festlegung des Erfüllungsorts. Ohne Vereinbarung im Kaufvertrag gesetzliche Regelung ist, grundsätzlich gilt als Erfüllungsort jener Ort, an dem der Verkäufer dem Käufer die Ware übergibt. Das heißt, zum Beispiel, wo es ausgemacht wird, dass er die Ware dem Käufer übergibt, ist der Erfüllungsort ohne Vereinbarung, quasi. Beim Versendungskauf ist zwischen B2B und B2C-Geschäften zu unterscheiden. Also B2C, Business to Consumer, also Business an Privatpersonen, und B2B, Business to Business, Geschäfts-, Unternehmens-, Unternehmer an Unternehmer. Mit Vereinbarung im Kaufvertrag, häufigste Form ist das, steht im Buch, fett gedruckt, ist, der Erfüllungsort kann frei vereinbart werden. Er wird im Vertrag bzw. in den allgemeinen Geschäftsbedingungen festgelegt. Was bedeutet das? Das bedeutet, es kann frei vereinbart werden, wo es ist. Also, die können es,
Also es ist egal, wo die es machen können. Die können sich einen Ort aussuchen. Zum Beispiel, liefere mir bis Burgenland und ich hole es dann ab Wien ab, sagt der Käufer zum Beispiel. Tut mir leid. Also ja, das ist es dann. So, jetzt kommen wir zu den Lieferklauseln. Es gibt vier Liefer, es gibt es gibt zwei Klauseln bei der Lieferung. Also es gibt eigentlich vier, aber es gibt eine Einpunktklausel und eine Zweipunktklausel. Eine Einpunktklausel ist zum Beispiel ab Werk, wo das Risiko und der Kostenübergang an den Käufer übergeben wird, wo das alles der Käufer decken muss und frei Haus ist, wo der Verkäufer alle Risiken und alle Käufe. Moment. Ich meinte, frei Haus ist, wo der Verkäufer das Risiko trägt und und die Kosten trägt. An einem Ort. Zum Beispiel, wenn ich sage, liefere mir bis hier und hier und der liefert es mir. Und ich trage das Risiko, weil ich es ab diesem Ort dann abhole. Hier sollte eigentlich auch ein Beispiel sein, aber ich glaube nicht. Na, es gibt auch kein Beispiel. Ja, also. Und frei ist ebenfalls eine Einpunktklausel, weil Verkäufer bis zum benannten Ort, der Verkäufer hat zum Beispiel bis Burgenland zu liefern und der muss und dann, also er lief, oder? Na, no, Leute, tut mir leid, das war falsch. Verkäufer bis zum benannten Ort, zum Beispiel ich sage, liefere mir bis Wien und dann, also hat der Risiko und der Kostenübergang auf den Verkäufer zu übergehen, weil er bis zu diesem Ort liefert und ich da nicht eingreife quasi, ich da nichts abhole, ich kann Trans, ich kann, ich schicke keinen anderen hin und so. Und dann, ja. Dann kommen wir jetzt mal zu frachtfrei. Käufer ab Übergabe an den ersten Frachtführer, zum Beispiel Postbahn, Spediteur, genau wie ich das gerade eben gesagt habe. Zum Beispiel, wenn ich entscheide, okay, du bringst es jetzt dahin und da wird das ein Spediteur abholen, ist ein Spediteur schon bereitstehen, dann wird der Risiko auf den Spediteur quasi übergehen, weil der Käufer es selber vereinbart hat und der Verkäufer damit nichts zu tun hat, er weiß es nicht, er wird es dann später erfahren, quasi, sag mal so. Und die Kosten sind zum Verkäufer bis zum benannten Ort. Genau. Also das war die Zweipunktklausel. So, das war mein Lernvideo für die Lieferbedingungen in BWRR, in Betriebswirtschaft. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde jeden Tag so ein Video rausbringen. Ich hoffe, es gefällt euch. Und ja, morgen kommen vielleicht oder heute auch noch kommen die Zahlungsbedingungen. Bis später.